15. August 1903. Die Gründung des ersten buddhistischen Missionsvereins in Deutschland. Ein weiser König bat einmal 5 Gelehrte, die alle blind waren, ihm zu sagen, was ein Elefant sei. Der eine betastete den Rüssel und meinte, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der nächste geriet an ein Ohr und sprach, aber nein, ein Elefant ist wie ein großer Fächer. Der dritte, der ein Bein untersucht hatte, sagte, ein Elefant ist eine große Säule. Nein, ein Elefant ist wie ein Pflug, widersprach der vierte, der die Stoßzähne des Elefanten angefasst hatte. Der fünfte wiederum war sich sicher, ein Elefant ist wie ein Besen. Er hatte den Schwanz betastet. Und unter dem Geschrei, so ist ein Elefant, nein, nicht so, gingen sie mit Fäusten aufeinander los. Ein Gleichnis, das einst Buddha erzählt haben soll und das heute in jedem indischen Schulbuch steht. Fast 2,5 Jahrtausende mussten vergehen, bis die Lehren Siddhartha Gautamas, auch Buddha der Erwachte genannt, im Westen populär wurden. Und dann verhielten sich viele der neu erwachten Buddhisten sowie die blinden Gelehrten in Gautamas Gleichnis. Eine Säule. Nein, ein Besen. Jeder fand seinen eigenen Buddhismus. Und eine Religion der Friedfertigkeit führte ihre ersten westlichen Anhänger in erbitterte Feindschaften. In Asien interpretierte man rein, dort ist noch die letzte ursprüngliche Spiritualität, die uns an die Ursprünge zurückführt. Martin Baumann, Religionswissenschaftler, selbst Christ. Das, was in Europa verloren ist, könnte man wieder beleben und damit eine Erneuerung der europäischen Kultur herbeiführen durch diese asiatischen Lehren. Im 19. Jahrhundert ist Europa in den Augen vieler Intellektueller ein Kontinent, der dem Verfall geweiht ist, abgelebt, moralisch verworfen. Der Pessimismus des Philosophen Arthur Schopenhauer bringt die Stimmung auf den Punkt. Die Welt wird bewegt von einem irrationalen Weltwillen, einem Willen ohne höheres Ziel, ohne Sinn. Leben heißt deshalb Leiden. Aber Schopenhauer kennt einen Ausweg aus dem Jammertal, allem Irdischen entsagen, sich meditierend aus der Welt zurückziehen, den Weg des Buddha gehen. Schopenhauer macht ihn als einer der ersten im Westen populär. Fluchtpunkt allen Daseins könne nur das Nichts sein, das Nirvana. Nirvana, loslassen, erlöschen, verwehen. Das Ende aller Begierden, aller Ichsucht, allen Leids. Schopenhauer bezeichnet Buddhismus als Nihilismus, als etwas, was auf das Nichts gründet, was das letzte Ziel ist. Ein folgenreiches Missverständnis. Ist doch für Buddhisten das Nirvana keine Annahme über die Beschaffenheit der Welt, sondern etwas ganz Praktisches. Ein Zustand der wunschlosen Glückseligkeit, der sich durch Meditation und asketische Lebensführung einstellt. Vom großen Elefanten namens Buddhismus hat Schopenhauer also nur einen kleinen Teil zu fassen bekommen und den nicht mal so richtig. Aber ein Anfang ist gemacht. Wenn der Eisenvogel fliegt und die Pferde auf Rädern daherrollen, wird der Buddhismus in Richtung Westen wandern und in die fernsten Länder kommen. Von Schopenhauer inspiriert werden im 19. Jahrhundert immer mehr buddhistische Texte aus dem Pali, einer mittelindischen Schriftsprache, ins Deutsche übersetzt. Das Wenige, was damals an Texten da war, hat viel möglich gemacht. Volker Zotz, Philosoph und praktizierender Buddhist. Dass der Buddhismus alles sein konnte, dass man eine Lehre hatte, die gesellschaftsreformatorisch angelegt war auf Tierschutz und Frauenbefreiung und alternativen Formen von Ernährung. Denn um die Wende zum 20. Jahrhundert wird der Buddhismus zur Hoffnung all jener, die die verkrustete Kaiserreichsgesellschaft erneuern wollen. Die Lebensreformbewegung bringt unzählige Vereine hervor. Einen davon ruft vor 110 Jahren Karl Seidenstücker ins Leben, ein Pfarrerssohn aus Leipzig. Den buddhistischen Missionsverein. Den ersten seiner Art in Deutschland. Der Name ist ja schon Programm. Er wollte einen Verein gründen, um eben die buddhistische Lehre zu verbreiten, in die bürgerlichen Kreise, um Schriften rauszugeben, Bibliotheken aufzubauen. Also man hatte sehr große Ziele. Und anfangs genau 8 Aufrechte, die sich diesen Zielen verschreiben. Anwälte, Gelehrte, Schriftsteller. Man trifft sich in Cafés und Bibliotheken und debattiert. Kritiker haben gesagt, es sind Salonbuddhisten. Vom Pessimismus Schopenhauers rückt man bald ab. Stattdessen avanciert der Buddhismus zur philosophischen Grundlage der modernen Naturwissenschaften, sogar des Darwinismus. Die Weiterentwicklung der Arten erfolgt durch natürliche Auslese, durch das Überleben der Bestangepassten.
Bei dieser darwinistischen Grundannahme, dem Survival of the Fittest, handele es sich schließlich um nichts anderes als um die buddhistische Lehre von der Wiedergeburt, behaupten die frühen Buddhisten kühn. Erst durch die Erkenntnis der Wiedergeburt gewinnt der Darwinismus einen festen geistigen Boden. Dem Elefanten wird gewissermaßen ein Vogelschnabel angedichtet. Aber genau das macht die fremde Religion für die Reformer interessant. Seidenstücker wie andere frühe Buddhisten kamen sehr deutlich aus der Tradition der Aufklärung. Er hat Buddhismus als Erkenntnisreligion dargestellt, überprüfbar im Gegensatz zum Dogma. Nicht wie im Christentum mit Schöpfungslehre, die man ja gar nicht beweisen kann. Und Beweisbarkeit und Rationalität, das stand im Vordergrund. Komm. Und sie selbst. Das wird der Wahlspruch des neuen Vereins. Fernöstliche Spiritualität und neuzeitlicher Wissenschaftsglaube werden kurzerhand verheiratet. Nicht ohne Folgen, doch dazu später. Letztlich musst du die Interpretation finden, die für deine Zeit und deinen kulturellen Hintergrund richtig ist. Sagt Silvia Wetzel, eine der bekanntesten Buddhistinnen Deutschlands, gut 100 Jahre später. Nur fasziniert sie etwas ganz anderes als die Reformer von einst. Sie sucht nach mehr Transzendenz in ihrem Leben. Gläubig war sie lange nicht, politisch engagiert schon früh. 1968 geht sie zum Studium nach Heidelberg, wird Feministin. Ich merkte, dass mir diese beiden politischen Bewegungen, von denen ich Teil war, also linke Bewegung und Frauenbewegung, eine Sehnsucht nicht stillen konnten. Und bei diesen politischen Bewegungen damals war ja der Schwerpunkt weg mit. Also die Kritik an bestehenden Verhältnissen. Und ich weiß, dass ich damals immer mit dieser Frage schwanger ging, ich will für etwas sein. 1977 schließlich verkauft sie Auto, Brockhaus und Musikanlage und fliegt gen Osten, wie viele ihrer Generation. Doch statt der geplanten 6 Monate bleibt sie 2 Jahre. Und ich kam in Indien an, Kalkutta, mit meiner Gitarre auf dem Rücken, meinem Rucksack. Und ich stand auf dem Flughafen und ich hatte das Gefühl, ich bin zu Hause. Und das hat etwas in mir berührt, was ganz sehnsüchtig war. Silvia Wetzel lernt Tibetisch, meditiert in einem buddhistischen Zentrum, nimmt den Elefanten gewissermaßen vor Ort in Augenschein. Im Spiegel einer fremden Kultur kann man das eigene besser verstehen. Und das war für mich eigentlich das Erlebnis in Indien, dass ich im Spiegel der buddhistischen Lehren mein abendländisches Denken besser verstehen konnte. Selbst nach Asien reisen? Als 1903 der buddhistische Missionsverein gegründet wird, gehen die wenigsten diesen Weg. Auch weil Deutschland dort lange keine Kolonien hat. Während sich England und Frankreich Asien aufteilten, hatte Deutschland da keinen Zugriff. Und die Mächte, die nun kolonialisierten, die waren praktisch gezwungen, herabzublicken auf die Völker, die sie kolonisiert haben. Die Engländer haben sehr lange nichts Positives an der indischen Kultur sehen wollen. Der Kreis um Karl Seidenstücker dagegen beginnt, den Buddhismus auch als Quelle einer neuen Moralphilosophie zu entdecken, als Alternative zur christlich-abendländischen Ethik. Ein strafender Gott, dagegen setzte man die Selbstverantwortung des Einzelnen. Was man sehr deutlich kritisierte, war ein Dogmenglaube, den schrieb man dem Christentum zu. Dazu schrieb man im Gegensatz hinein, dass der Buddhismus ohne Dogmen sei, auf autonomer Moralgründe. So Martin Baumann. Und in diesem Fall haben die frühen deutschen Buddhisten tatsächlich mal einen Blick auf den ganzen Elefanten erhascht. Die buddhistische Lehre setzt auf Selbstverpflichtungen statt auf Gebote und Verbote. Statt du sollst nicht stehlen, heißt es etwa in den 5 Silas, den Tugendregeln der buddhistischen Mönche. Ich gelobe mich darin zu üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wird. So viel Eigenverantwortung ist dem damaligen Establishment dann doch zu viel. Gehört doch der Protestantismus im Kaiserreich zur Staatsräson. Es gibt eine allegorische Zeichnung von Kaiser Wilhelm II. Und dort ist ein Bildnis, wie die Völker Europas unter dem Kreuz stehen und vom Osten her kommt in dunklen Wolken der Buddha meditierend angezogen. Er sagt sehr deutlich, Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter. Der buddhistische Missionsverein gibt sich bei seiner Gründung dann auch lieber unauffällig. Auch Christen können Mitglied werden. Doch bald packt Pfarrerssohn Karl Seidenstücker der heilige Zorn. Christen, die sich gegen den Buddhismus wenden, wird es wie einem Narren ergehen, der Kot gegen die Sonne wirft. Die Sonne scheint weiter ungetrübt. Der Kot fällt auf einen selbst zurück.
Bei öffentlichen Streitgesprächen kommt es immer wieder zum Eklat. Ein Pfarrer war eingeladen, Seidenstücke auf der Gegenseite, wo man dann gegenseitig sich die Konzepte um den Kopf schlug. Und eine Versammlung soll auch im Tumult geendet sein, eine kleine Schlägerei, in dem sozusagen Seidenstücker sehr scharfe Worte wählte und auch den Gegner schlecht darstellte. Heutige Buddhisten würden sagen, das ist keine gute Rede, das ist schlechte Rede über andere und sie ist nicht heilsam. Der buddhistische Glaube sei Ausdruck einer Nervenkrankheit, ätzen Seidenstückers Gegner. Sein Verein wird verlacht und geschnitten. Schon 20 Jahre später haben es Buddhisten in Deutschland bedeutend einfacher. In der Weimarer Republik baut der Arzt Paul Dahlke am Rand von Berlin ein buddhistisches Haus, in dem mehrere Laien wie Mönche leben können. Bis heute ist der Ort ein buddhistisches Zentrum geblieben, inzwischen geleitet von einem Mönch aus Sri Lanka. Bante Santarakita blickt mit sanftem Kopfschütteln auf die Auseinandersetzungen von damals. Religion, names is not important. Important is practicing. Es kommt gar nicht darauf an, wie deine Religion heißt. Wichtig ist, wie du sie praktizierst. Wenn du Gutes tust, ein gutes Herz hast und einen freien, konzentrierten Geist, dann bist du ein guter Mensch. Auch zu missionieren, wie es die ersten deutschen Buddhisten versuchten, liegt ihm fern. Irgendwann, meint er, würden sich die Menschen von ganz allein dem Buddhismus zuwenden. In Europa, a lot of people, they have many, many material things. Hier in Europa lebt man im Überfluss. Man hat alle Möglichkeiten. Aber den Geist befriedigt das auf Dauer nicht. Deshalb werden die Menschen anfangen zu suchen. Finally, they try to give up these things and searching, looking. Die Theoriediskussionen von einst hat der Buddhismus in Deutschland heute hinter sich gelassen. Um die Praxis geht es, um Meditation, um Achtsamkeit und um die Frage, wie man Buddhismus im Alltag leben kann. Silvia Wetzel etwa gründet nach ihrer Rückkehr aus Indien ein buddhistisches Zentrum in Niederbayern. Heute leitet sie Schweigeseminare, sogenannte Retreats. Meine Beobachtung ist, dass das eine tiefen Erkenntnis und eine tiefen Entspannung unterstützt, die ich sonst von keiner anderen Tätigkeit her kenne. Dann danke ich Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Umsetzen dessen, was Sie inspiriert hat. Damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, streitet man sich im buddhistischen Missionsverein dagegen bald ähnlich heftig wie die blinden Gelehrten aus Buddhas Elefantengleichnis. Ein Fächer! Nein, ein Pflug! Die einen wollen etwa Mönche aus Asien einladen, andere lehnen die braunen Brüder strikt ab. Und manchen ist der Druck von außen schlicht zu groß. 1907 löst sich der Verein auf. Zu viele Diskussionen, zu wenig Praxis, meint Religionswissenschaftler Martin Baumann. Philosoph Volker Zotz glaubt, der Westen sei von der buddhistischen Lehre noch überfordert gewesen. Was nun die anfängliche Begeisterung in einen Schreck verwandelt hat, war, dass hier nun mit der höchste Wert, den wir im Westen traditionell haben, unsere Individualität, unsere Besonderheit, hier in einem Alles oder Nichts aufgehen zu lassen. Kann sich eine Religion leisten, auf Dauer, ohne personalen Gott zu sein? Nur mit Buddha als Prophet? Fragt sich Karl Seidenstücker gegen Ende seines Lebens. Er stirbt 1936, manche Quellen sagen, als konvertierter Katholik. Aktuell bleibt, was er sich erträumte. Eine Religion, die lehrt, sich selbst und der Welt friedfertig und achtsam zu begegnen. Eine Alternative zum westlichen Denken? Vielleicht. So soll bereits vor 2 Jahrtausenden ein indischer Asket, Alexander dem Großen, dem Urbild des westlichen Eroberers, diese Weisheit mit auf den Weg gegeben haben. Sogar wenn einem die ganze Erde gehört, kann man doch immer nur auf einem Fleckchen davon stehen. Und eroberte man alle Flüsse, vermag man doch nicht mehr Wasser zu trinken als jeder andere. Nur wer nach nichts strebt, besitzt alles.